Ja, hallo, Rufen von German Top COD Shots hier. Ich habe heute drei Themen, die ich ansprechen will. Das erste wäre, dass wir in letzter Zeit viele Kommentare zu lesen haben unter unseren Videos, die sich über unsere Clip-Auswahl beschweren. Ich kann dazu nur sagen, das Ganze ist einfach Geschmackssache. Wir versuchen so gut wie möglich die besten Clips, die wir eingeschickt bekommen, rauszusuchen. Es ist einfach so, dass wenn wir nur auf Deutschland fixiert sind und Österreich und die Schweiz, dass da einfach klar ist, dass da nicht so viele Clips eingesendet werden, wie zum Beispiel bei COD Shot of the Day von der ganzen Welt die Clips angenommen werden. Also ist es schon mal von vornherein klar, dass wir weniger Einsendungen bekommen und wir müssen halt auch viel aussortieren. Und ja, da ist auch einfach nicht immer oder so gut wie nie einen Clip mit einer anderen Waffe als der Sniper dabei, der auch einigermaßen gut ist. Heute haben wir dann auch mal, oder gestern war das, haben wir einen Clip benutzt, der angefordert wurde, also einen Clip mit einer anderen Waffe als der Sniper, und der kam auch nicht gut an. Ich würde einfach sagen, wir ziehen unser Ding weiter so durch wie bisher. Wir können einfach nicht jeden zufriedenstellen. Und ja, ich hoffe einfach, dass am nächsten Tag wir euch dann einen besseren Clip liefern, wenn euch der andere nicht gefallen hat. Die zweite Sache ist, dass wir ab morgen eine neue Serie starten werden, wo wir die Killcams, die eingesendet werden, hochladen. Unkommentiert, weil wir zeitlich das anders nicht hinbekommen. Wer keine Killcams mag, schaut sich eben nicht an und bleibt bei unserer normalen Serie. Die wird weiterhin hochgeladen. Und ja, ich habe einfach gedacht, dass wir dadurch auch den Killcam und also den Trickshotter eine Chance geben können. Die dritte Sache ist, dass wir jetzt doch einen Editor für unsere 3000 Sub Dankeschön Montage brauchen, die wir in Kürze wahrscheinlich hochladen werden müssen. Wer Potenzial hat und Lust für uns zu bearbeiten, der meldet sich bei uns. Am besten, wir bereden dann alles in Skype. Und ich würde mich freuen, wenn wir jemanden finden würden, der dann ein schönes Video für uns zaubern könnte aus den Clips, die wir bisher hochgeladen haben. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr anzusprechen, und ich hoffe, dass wir euch in Zukunft weiter unterhalten können. Und ja, ich bin raus.